barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zu dieser Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Mühlebner. In dieser Sendung sprechen wir mit unserem Gast Oswald Föllerer über das Thema Selbstvertretung von Menschen mit Lernschwierigkeiten und was diese bewirken kann. Die People First Bewegung hat in Amerika angefangen, bei einem Treffen 1974 in Oregon. Eine Person sagte dort, dass sie nicht mehr als geistig behindert bezeichnet werden möchte. Sie möchte zuerst als Mensch gesehen werden. People First, Mensch zuerst, wurde zum Namen für die Bewegung. Michael Long ist der Repräsentant der US-amerikanischen People First Bewegung. Ein Seminar, das er 2001 in Wien gehalten hat, war der Auslöser für die Gründung einer People First Gruppe hier in Wien. Inzwischen gibt es People First Gruppen auf der ganzen Welt. Sie kämpfen für die Rechte von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Menschen mit Lernschwierigkeiten wissen selbst am besten, was sie brauchen. Sie sind Expertinnen und Experten in eigener Sache. Sie können ihre Anliegen selbst vertreten. Oswald Föllerer ist seit vielen Jahren als Selbstvertreter tätig. Er ist Obmann der Gruppe Vienna People First und Mitarbeiter des Selbstvertretungszentrums Wien. Zudem ist er noch stellvertretender Obmann der Wiener Monitoringstelle, Mitglied im Netzwerk Selbstvertretung Österreich, Sprecher des Forums Selbstvertretung und aktuell hat er auch noch eine Position bei Inclusion Europe bekommen, einer internationalen Organisation, die sich für die Rechte von Menschen mit Lernschwierigkeiten und ihrer Familien einsetzt. Das sind nur ein paar der Organisationen, in denen Oswald Föllerer Mitglied ist. Denn für ihn zählt nichts über uns ohne uns. In dieser Sendung erfahren wir von ihm, wie es Menschen mit Lernschwierigkeiten hier in Österreich geht. Auch erzählt er, was Selbstvertretung ist und was sie bewirken kann. Hören Sie jetzt unser Gespräch mit Oswald Föllerer. Guten Tag, Herr Föllerer. Schön, dass Sie bei uns sind in dieser Sendung über Selbstvertretung und Rechte von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Zunächst mal, was für Hindernisse gibt es denn für Menschen mit Lernschwierigkeiten in der Gesellschaft in Österreich? Es gibt Hindernisse von Selbstbestimmung und auch unabhängig zu sein als Selbstvertreter. Selbstbestimmung, das heißt sofort in dem Sinne, man darf nicht zum Beispiel bei uns in den Selbstvertretungszentrum, wenn wir Treffen haben, nicht herkommen. Und Selbstvertretung heißt auch für mich in leichter Lesung, und leichter Sprache. Was ist denn wichtig, damit Menschen selbstbestimmt leben können? Wichtig ist, dass die Menschen selbst leben können und selbstbestimmen, dass sie sich äußern sollen, selber, dass sie Selbstbestimmung haben und Selbstentscheidung treffen können. Und das ist für mich ein selbstbestimmtes Leben. Und was braucht es dazu, damit man selber eine Entscheidung treffen kann? Mehr Informationen, mehr leichter Lesung und so eine leichte Sprache und Unterstützung. Unterstützung wobei? Wobei man unterstützen kann und sagen kann, bei der Arbeitswelt und bei der Öffentlichkeit. Ja, also damit man mitbestimmen kann, sagt sie, muss man Informationen haben, muss man leichte Sprache haben. Was bedeutet denn Barrierefreiheit für Menschen mit Lernschwierigkeiten? Barrierefreiheit für Menschen mit Lernschwierigkeiten ist, dass man überall mitmachen kann oder soll oder muss, sich einzubringen, welche Forderungen sie stellen, was sie brauchen fürs Leben. Es gibt ja die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Warum ist das ein wichtiges Dokument? Warum das ein wichtiges Dokument ist? Es ist wichtig, das Dokument, weil das vorschreibt,
die Artikel, welche Rechte die Menschen mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten haben. Aber es gibt immer noch Schwellen drinnen, wo das nicht gleich umgesetzt wird. Und was sind das für Punkte, die noch nicht umgesetzt wurden? Welche Punkte gibt es da? Punkte gibt es eigentlich von Kinderabnahme, selbstbestimmtes Wohnen und Leben in der Partnerschaft, Taschengeld statt Lohn, statt Taschengeld Lohn und Diskriminierung. Wissen denn überhaupt viele Menschen, was die UN-Konvention ist? Wissen die Leute darüber Bescheid? Was meinen Sie? Es wissen nur in der Behindertenbewegung Bescheid, was die UN-Konvention ist. Aber die Bevölkerung von Österreich, von Außenstehenden, weiß keiner was davon. Und ich habe schon immer betont, das gehört, wenn man so eine Veranstaltung macht, wo auch Menschen ohne Behinderungen informiert wird, was die UN-Konvention bedeutet. Wieso wissen das die anderen Menschen nicht? Wieso wissen das nur Menschen mit Behinderung? Was ist die Ursache dafür? Die Ursache ist dafür, weil es keine richtigen Informationen gibt in dem Umfeld. Also Sie meinen, die Informationen bekommen die Menschen Bildung und zu wenig? Ja, die wissen nur die politische Ebene und die Behinderteneinrichtung, was die UN-Konvention ist. Aber von der Außenwelt weiß keiner, was die UN-Konvention ist. Ich habe schon mal probiert, einmal zu fragen und habe gesagt, kennen Sie aus bei der UN-Konvention? Und habe gesagt, na, was ist das? Kommen wir zum Thema Arbeit. Was müsste denn im Bereich Arbeit sich für Menschen mit Lernschwierigkeiten ändern? Wie ist da die Situation momentan? Die Situation ist momentan in der Arbeitswelt sehr schlecht, weil es nicht die Voraussetzungen gibt, dass sie sagen, jetzt haben wir Arbeit. Und das ist sehr schlecht. Es sollte Voraussetzungen geben, dass in der Außenwelt Arbeit mehr Unterstützung geben sollte, dass die Menschen auch mit Behinderungen in der Außenwelt arbeiten können. Vor allem ist es so, wenn es jetzt für den Arbeitssuchenden Mensch mit Behinderungen in AMS kommt, verweisen es gleich auf die Tagesstruktur. Was ist so eine Tagesstruktur? Können Sie das beschreiben? Die Tagesstruktur ist eine Werkstätte, wo die Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Menschen mit Behinderungen eine Arbeit verrichten für die Firmen, wo es nur Taschengeld gibt. Nur Taschengeld, davon kann man ja nicht leben, oder? Nein, kann man nicht leben, weil ich finde es, wie soll ich das definieren, dass es nicht so schlecht ankommt. Weil in dem Sinne ist es, weil in der Architektur ja die Leute die Betreuung zahlen müssen, das Essen bezahlen müssen. Und wenn man das alles zusammenrechnet, bleibt eigentlich von Taschengeld ja nichts über. Weil bleibt nur von Familienbeihilfe oder auch nicht viel über und von der Mindestsicherung. Das heißt, man arbeitet dort und muss sogar noch etwas zahlen dafür, quasi. Richtig. Man muss dann was zahlen dafür, dass man arbeiten darf. Ja. Und Sie würden sich wünschen, dass mehr Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt arbeiten können, nein, mehr Menschen mit Lernschwierigkeiten. Ja, das ist mir das Anliegen, dass die Menschen mit Lernschwierigkeiten auch in der Außenwelt arbeiten können, weil ich bin jetzt nicht gemein oder ich sage es so, wie es ist, weil Menschen mit Lernschwierigkeiten nehmen eigentlich den Arbeit, die Tagesstruktur weg, die was wirklich Bedürfnis haben und brauchen.
und Menschen mit Lernschwierigkeiten kennen und daraus arbeiten. Was bräuchte es, damit Menschen mit Lernschwierigkeiten am ersten, also draußen oder am ersten Arbeitsmarkt, wie wir sagen, arbeiten könnten? Ja, mehr Unterstützung, mehr Informationen in der Sprache und allgemeine Arbeitsplätze. Kommen wir zum Bereich der persönlichen Assistenz. Persönliche Assistenz ist ja sehr wichtig für Menschen im Rollstuhl zum Beispiel. Ist persönliche Assistenz auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten wichtig? Es ist wichtig, es für Menschen mit Lernschwierigkeiten genauso Assistenz zu bekommen, aber das hängt ab von der Pflegestufe 3, wo ich schon Jahreszehnte sage, dass sie von der Pflegestufe abgekoppelt werden soll für Assistenz, also Pflegestufe 3 abgekoppelt werden soll für die Assistenz, dass die Menschen mit Lernschwierigkeiten genauso einen Zugang haben und die brauchen das im privaten Bereich und auch für Arbeit und ja. Bei welchen Tätigkeiten braucht der Mensch mit Lernschwierigkeiten zum Beispiel Assistenz? Amtswege, Schreiben, Formulare oder im Haushalt zu unterstützen oder zum Einkaufen unterstützen oder Urlaub oder Unterstützung für Reha, Rehabilitation, Aufenthalt zum Einrichten. Das heißt, die brauchen ja nicht 24 Stunden Betreuung, die brauchen nur Betreuung stundenweise. Ja. Und dass die Menschen mit Lernschwierigkeiten auch Eltern sein, gute Eltern sein können, brauchen sie genauso eine Unterstützung, dass die Assistenz anleiten, wie man Kind spielt oder pflegt oder mit der Ausgaben unterstützt. Und bei der Veranstaltung, bei den Sitzungen braucht man, weil sonst kann man ja zum Beispiel in der politischen Sache nicht mitarbeiten, wenn das in schwerer Sprache gelegt wird. Und da braucht man auch eine Assistenz dazu. Sie haben jetzt viel über Probleme geredet, die es für Menschen mit Lernschwierigkeiten in der Gesellschaft gibt. Gibt es etwas, was auch gut ist, das sich in den letzten Jahren ereignet hat? Ein gutes Ereignis? Sehr wenig. Sehr wenig. Sehr wenig. Also würden Sie sagen, es hat sich nicht viel verbessert oder gibt es eine Verbesserung? Ja, es gibt schon eine Verbesserung in dem Sinne, bei einer Erwachsenenvertretung gibt es ein bisschen Verbesserung, aber auch noch nicht ganz. Unterlagen, vielleicht die Sprache, gibt es schon Verbesserungen und leichter lesen. Kommen wir jetzt zum Thema Selbstvertretung. Was ist eine Selbstvertretung? Selbstvertretung ist, wenn ich meine eigene Meinung, meine Interessen vertrete. Das ist eine Selbstvertretung. Ich kann mich bei Selbstvertretung selber entscheiden, mache ich das, überhaupt über die Grenzen zu gehen oder nicht. Das ist eine Selbstvertretung. Aber ich vertrete auch die Interessen von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Also das ist ein Zwiespalt zwischen Selbstvertretung und Interessensvertretung. Also was ist da genau der Unterschied davon? Der Unterschied ist, Selbstvertretung entscheide ich mich selber und Interessensvertretung entscheide ich mich für die anderen Menschen mit Lernschwierigkeiten. Setze mich ein für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und wie arbeiten Sie genau, als wenn Sie die Interessen anderer vertreten? Wie machen Sie das? Ich fordere Interessenvertreter für Menschen mit Behinderungen oder im Selbstvertreterforum, wo ich Sprecher bin, in der Monitoringstelle,
im Sozialministerium. Kann eigentlich jeder oder jede Selbstvertreter werden? Wer kann das werden? Das kann jeder werden, der was Interesse zeigt. Oder sie sagt, er traut sich das zu, das zu machen. Gibt es da irgendeine Ausbildung, die ich da machen muss, bevor ich das werden kann? Oder? Nein, da braucht man keine Ausbildung. Man, zum Beispiel, wenn sie jetzt wer Interesse zeigt, dann kann zu mir kommen und ich kann ihn dabei einschulen. Mhm. Ich habe jetzt gehört, es gibt in diesem Bereich auch sogenannte Unterstützungspersonen. Was ist das? Unterstützungsperson ist das, wenn ich jetzt in Interessenvertretung, Monitoringstelle, Sozialministerium, Forum, Selbstvertreter, habe ich eine Unterstützung zu meiner Arbeit, dass ich die leichte Sprache, die Schwersprache auf leichte Sprache besitzt wird. Weil sonst kann man nicht mitarbeiten, wenn man in Schwersprache. Klar. Was kann denn die Arbeit eines Selbstvertreters alles verändern? Was kann das bewirken? Selbstvertreter kann die Arbeit alles bewirken. Wenn man Forderungen schreibt an die politischen Ebene oder im Forum Behindertenrat einbringt oder bei Interessenvertretern für Menschen mit Behinderung einbringt oder in der Monitoringstelle. Also überall, wo man Mitsprache, also Mitspracherecht. Warum genau und wann sind Sie selber Selbstvertreter geworden? Warum ich geworden bin? Durch den Weißen, also Selbstvertreter bin ich geworden, eigentlich selber Entscheidungen zu treffen, ob ich das machen will oder nicht. Aber in dem Bezug hat mich der Weißenbacher Thomas sehr einbezogen. Und ich meinte, ich hätte das Werkzeug dazu. Ich bin sehr, sehr hartnäckig und sowas hat er sich gewünscht, der Weißenbacher Thomas, dass ich das vertrete. Wer ist der Herr Weißenbacher? Der Herr Weißenbacher war auch einmal ein Selbstvertreter, aber der ist schon seit 7 Jahren verstorben. Mhm. Der hat früher die geleitet, die Vienna People First. Und der ist quasi zu Ihnen gekommen und hat gesagt, Sie wären gut, dass Sie das machen. Ja, das war seine Anliegen. Ja. Was genau sind Ihre Aufgaben als, bei Ihrer Arbeit als Selbstvertreter? Meine Aufgaben sind, in der Monitoringstelle sitzend dabei zu sein, in der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen in Inklusion Europa, und in der Forum Selbstvertretung ist wichtig, dabei zu sein, weil es gibt Menschen mit Einschwierigkeiten, die fordern. Und das Netzwerk von Österreich bin ich vertreten, also ich bin überall vertreten. Und das ist wichtig für Menschen mit Einschwierigkeiten, dass so einer die Arbeit macht, dass man andere Menschen ein Anliegen gut vertreten kann. Gibt es irgendein Thema, das Ihnen besonders am Herzen liegt, das Sie besonders verändern möchten? Ja, das möchte ich sehr stark verändern und da bin ich sehr dran. Zum Beispiel auch Menschen mit Behinderung können gute Eltern sein. Ich will, dass keine Kinderabnahme mehr von Menschen mit Behinderung besteht. Und ich will kämpfen darum, dass Veränderungen gibt im Nationalaktionsplan, dass es auch umgesetzt wird, dass die Menschen mit Behinderungen mit Kindern zusammenleben können und nicht in Pflegeeinrichtungen oder Pflegeeltern zugewiesen wird. Da brauchen die dazu ja die gute Unterstützung. Was hat sich für Sie verändert, seit Sie Selbstvertreter sind? Es hat sich verändert. Die Sachwalterschaft ist verändert worden.
als Erwachsenenvertreter hat sich verändert, die Chancengleichheitsgesetz hat sich verändert, dass die Werkstättenrat und Wohnrat Mitspracherecht haben in der Tagesstruktur, hat sich verändert. Mhm. Ja, das hat sich auch verändert. Bis jetzt. Erzählen Sie uns kurz was über über das Selbstvertretungszentrum Wien, wo Sie arbeiten. Ja, Selbstvertretungszentrum arbeitet in 4 verschiedene Tätigkeiten. Ich bin in der Leitungsteam Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzungsarbeit, politische Arbeit. Die Sparmaria ist für Protokolle zuständig, die Iris Kopperer ist zuständig für Peerberatung und für Jahresplanung. Und der Günther ist für Bürotätigkeiten und Kassa. Und dann haben wir 2 Unterstützerinnen, die Mira und die Lina. Wie viele? Und eine Praktikantin. Und wie ist jetzt so der Arbeitsalltag? Wie arbeiten Sie gemeinsam zusammen? Jeder hat seinen eigenen Arbeitsbereich. Weil ich aber Unterstützung brauche, gehe ich dorthin und sage, bitte, ich brauche Unterstützung. Schaust du mir die E-Mail an oder kannst du mir sagen, was ich zu tun habe? Welche Ziele haben Sie für die Zukunft für das Selbstvertreterzentrum Wien? Ziel ist, dass auch mehr Menschen mit Lernschwierigkeiten ein Recht haben, auch damit zu arbeiten. Und wie ist es dazu gekommen, dass Sie in so vielen Organisationen tätig sind? Ist das nach und nach immer gekommen? Wollten Sie das schon immer machen, so aktiv sein? Weil ich nie sehr Anliegen habe an dem Ganzen, dass ich so viel drinnen bin, weil jeder was anders sagt und jeder was anders redet. Und da kann man sich auch dann ein richtiges Bild draus machen, was stimmt oder nicht stimmt. Also Sie wollten überall dabei sein, um über alles informiert zu sein und bei allen mitsprechen zu können. Richtig. Gibt es noch etwas, was Sie uns zum Abschluss sagen möchten, was Sie noch wichtig finden? Ja, hoffentlich wird jetzt wirklich das einmal umgesetzt wird, was die Menschen mit Lernschwierigkeiten fordern. Keine Kinderabnahme mehr, Lohn statt Taschengeld und Assistenz. Das war unser Gespräch mit Oswald Föllerer zum Thema Selbstvertretung. Wir danken Herrn Föllerer für den interessanten Einblick in die wichtige Arbeit der Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter. Die Situation von Menschen mit Lernschwierigkeiten in Österreich ist nicht leicht. Immer noch gibt es viele Probleme, was die Gleichberechtigung betrifft. Dinge, die selbstverständlich sein sollten, wie persönliche Assistenz im Alltag, eine richtige Arbeit mit Lohn statt Taschengeld oder das Recht auf Elternschaft und Familie sind für Menschen mit Lernschwierigkeiten immer noch nicht selbstverständlich. Umso wichtiger ist es, dass es Menschen wie Oswald Föllerer gibt, Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter, die offen aussprechen, was getan werden muss, um Menschen mit Lernschwierigkeiten ihr Grundrecht auf eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Alle Informationen zu dieser Sendung sowie weiterführende Informationen zum Thema Selbstvertretung finden Sie auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstätter und Martin Ladstätter. Barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.